Hi, ich bin die Niki und ich freue mich, dass du dabei bist beim Step Cardio Training. Und zwar werden wir heute drei Blöcke zusammen trainieren. Block 1 ist nur ein kleiner Warmmachblock. Block Nummer 2 und Block Nummer 3, die werden es dann in sich haben. Und da kannst du bitte variieren in deiner Höhe deines Steppers, sodass du ins Schwitzen kommst, aber dass es natürlich auch nicht gefährlich wird. Mach es vielleicht erstmal in der ersten Runde auf Stufe 1 und werd dann immer höher von Mal zu Mal. Vielleicht schaffst du es ja auch dann irgendwann auf Stufe 3, wobei das dann schon sehr krass wird. Ich wünsche dir auf jeden Fall sehr viel Spaß dabei. Ich werde auf Stufe Nummer 2 trainieren, dass ich auch richtig schön ins Schwitzen komme. Und dann würde ich sagen, wir legen los. Atme tief ein und ausatmen. Tief einatmen und aus. Nochmal. Hopp. Mach dich lang. Arm schön kreisen, die Knie ganz locker. Letzten zwei. Und der letzte. Mach hier mal ab, Platz auf rechts. So, wir lernen jetzt erstmal unsere Höhe kennen. Also gerade wenn du den Stepper ein bisschen höher gemacht hast, dann wird man jetzt erstmal langsam damit umgehen. Und wir machen sogar erstmal ohne Step mal die Knie und die Hüfte warm. Nimm mal rechts und links das Knie hoch. Richtig schön, Knie nach oben ziehen Richtung Brust. Du kannst schon hier die Arme mitnehmen. Das passiert immer ganz automatisch, vor allem bei mir hier. Immer die Arme mitschwingen. Nimm mal den Ellenbogen Richtung Knie. Keine Angst, wir machen nicht so lange hier. Das sind schon die letzten vier. Noch drei. Noch zwei. Und dann tippt man natürlich front auf den Stepper. Rechts und links. Ist ein bisschen höher wie normal und das fühlt sich jetzt erstmal wahrscheinlich ein bisschen komisch an. Deswegen, wir starten erstmal easy. Und du merkst schon, die Musikgeschwindigkeit ist gar nicht so hoch heute beim Cardio. Man könnte ja meinen, Cardio, wir machen 140 BPM. Normalerweise trainieren wir meistens auf 130. Heute sind es sogar nur 125. Warum? Ich habe super viele Schritte drin, die du richtig schön austrainieren kannst. Und das auch bei einem super langsamen Tempo, dann ist man nicht so am Hinterherhuddeln. Also, Tempo ein bisschen langsamer, Energie aber dafür doppelt so groß. Du nimmst mal den Tap rechts und links diagonal. Wie gesagt, der Intensität halber kannst du natürlich auch den Stepper erstmal in der ersten Runde, wenn du das erste Mal das Video machst, den Stepper auf die niedrige Stufe stellen. So, jetzt nimmst du noch mal ein bisschen mehr Schwung mit. Wir werden keine Choreografie machen, aber wir werden Kombinationen machen. Wir werden Schritte üben, üben, üben und die dann in einer höheren Wiederholungszahl nochmal durchmachen. Und also so ein bisschen muss man sich schon etwas merken, aber ich versuche so gut wie möglich anzuleiten. Noch vier, noch drei, noch zwei und dann kommen wir hoch, tap, ab. Haben wir uns jetzt reichlich verdient. Und du merkst schon, du darfst gar nicht so weit vom Stepper weggehen, sondern bleib nah am Step dran. Vor allem nachher bei unseren Wechselschritten, schau, dass du wirklich, beziehungsweise bei unseren Jumps, schau, dass du so trainierst, wie es für dich möglich ist. Und vor allem nicht das Stepbrett verfehlen. Das ist ganz wichtig, dass man sich nicht umknickt. Deswegen versuche immer den ganzen Fuß auf den Stepper zu bringen. Und jetzt starten wir schon mal mit einem Knee-Lift. Knee-Lift hoch, rechts und links. Ich bin echt gespannt. Ich glaube, wir werden richtig ins Schwitzen kommen. Hopp, Knie. Versuch mal mit der Hand Richtung Ferse zu tappen. Oder auch Knöchel. Kommt dein Knie nämlich automatisch höher. Also rechts und links. Wenn es nachher komplizierter wird, komme ich auch mit dem Rücken zu dir. Hopp, zack. Hopp, zack. Versuch mal den Gegenarm hochzuschieben. Richtig lang zu machen. Noch acht Stück. Wenn wir eine Übung erlernen oder einen Schritt machen, den ein bisschen aufbauen, dann machen wir den auch ein paar Mal. Ich würde sagen, wir bleiben noch mal dabei. Noch acht.
hoch und zack. Bleibe hier, haben wir schön die Schulter mit dabei. Schönes Knie, schön die Hüfte. Hopp, hopp. Und nur Knee-Lift. Knee-Lift, rechts und links. So, der Knee-Lift wird jetzt zum Kick. Also gestrecktes Bein, richtig schön lang machen. Und hier noch 8, 7, 6. Wenn du möchtest, nimmst du deinen Oberkörper so leicht diagonal mit. Muss aber nicht. 4, 3, 2 und tap up. Gut, wieder ganzer Fuß auf dem Brett. Noch 4. Noch 3. Gib mir mal unseren Repeater 3. Unsere 3 großen. Knee Lift, Repeater und nachher auch Basic. Nochmal. Den brauche ich eigentlich nur. Hier noch einmal. Und dann kommen wir Basic vor. Basic. Hopp, hopp. Links, rechts. Nimm hier deine Arme hoch und tief. Hoch, tief. Richtig schön lang machen. Hopp. Zack, lang. Hopp. So, aus dem Basic wird ein V-Step. Du kommst hier mal groß zur Seite. Und beugst mal schon so ein bisschen deine Knie, wie in so eine Kniebeuge, so eine kleine Kniebeuge. Hopp, hopp. Nimm mal die Arme rechts, links, beziehungsweise für dich links, rechts. Links, rechts. Gerade mal kurz vergessen, dass ich spiegelverkehrt zu dir bin. Früher habe ich auch immer so schön diesen V-Step so gemacht. Das ist so richtig typisch Aerobic. Wenn du möchtest, auch hier mal oder eben lang. Hopp, hopp. Meinen Daumen nach hinten schieben. Zack, zack. Die letzten 8, 7, 6, 5. Noch 4, 3, 2. Gib mir mal Repeater 3. Repeat. Bleib dabei, Repeat 3. Und hier kannst du immer hoch und tief. Wir wollen jetzt richtig schön beugen, strecken, beugen, strecken, beugen, strecken. Also, Knie schon mit Schwung nach oben. Go, go. Hopp. Zack. Bleib dabei. Gib mir noch eine Repeater 3. Einer. 3, 2. Rechts basic. Hoch, tief. Hoch, tief. So, wieder der ganze Fuß. Versuch auch hinten nicht nur auf der Zehenspitze zu stehen, sondern auch da mal die Ferse tief zu nehmen. Mal ganz bewusst. Auch hier komm wieder mit den Armen hoch und tief. Lang. Hoffentlich reicht euch die Deckenhöhe, merke ich gerade. Hat doch immer einen Vorteil, ein bisschen kleiner zu sein hier in so einer Bude. Vor allem mit Schräge. Hopp. Noch 4, 3, 2 und V-Step. Beine auseinander, leicht in die Kniebeuge. Zack, zack. Hopp, hopp. So. Auch hier nehmen wir jetzt wieder den Arm mit. Rechts, links. Rechts, links. Rechts, links. Rechts, links. Nehmen wir beide gleichzeitig hoch. So. Das war mehr in meinem Flow jetzt hier gerade. Daumen nach hinten. Zack. Öffne und schließ. Mach dich lang. Noch 4, 3. 2 und tap up. Warm up. Abgehakt. Jetzt geht's los. Ich hoffe, wir sind schon warm. Und zwar starten wir mit einem Knee Lift. 4,
3, 2, Knee Lift. Nochmal richtig schön hoch. Und Knie hoch. Komm immer ins Eck, ganz wichtig. Ins Eck von deinem Stepper. So. Aus dem Knee Lift machen wir jetzt einen Side Lift mit den Beinen. Side Lift und Side Lift. Und jetzt kommen wir richtig ums Eck und lifte hier hoch. Komm. Da fast ein bisschen schnell gerade hier. Auch hier wieder den Daumen mal nach hinten schieben und die Arme mit. Hopp. So, jetzt versuch mal auf dem Boden zu tappen. Tap. Du kommst ein bisschen tiefer und tappst. Hopp, hopp. Das ist deine Variante. Wenn du möchtest, bleib dabei. Du kannst auch die Arme weglassen, wenn es dir zu viel wird. Wenn du mehr möchtest, wovon ich natürlich ausgehe, darfst du mal gucken, du bleibst im Tap. Probier es mal aus. Tief. Tief. Du springst so ein bisschen in so eine Kniebeuge rein, aber wirklich ganz sanft. Ich möchte nichts von deinem Stepper hören und auch dein Nachbar unter dir nicht. Du springst. Spring. Hopp. Arme an der Seite vorbei. Zack. Zack. Wir bleiben. Bleib dabei. Hopp. Noch 4, 3, 2. In die einfache. Tipp. Hopp. Tipp. Tipp. Wieder ein bisschen runterkommen. Davon gibt es noch eine schwierigere Variante, die wir gleich zusammen machen. Aber jetzt nimm erstmal deine Arme hoch und tief. Hoch und tief. Zack, zack. Richtig schön lang und zurück, lang. Ich habe die Schnauze schon genauso wie ich. Die ersten Schweißperlen auf der Stirn. So, ich würde sagen, wir sind ein bisschen regeneriert. Wir starten erstmal das, was du kennst, in den Squat. Tief. Tief. Und auch hier wieder den Arm mitnehmen. Zack. Pop. Schau schon. Auf den Step hüpf. Tief. Zack, zack, tief. Wenn du mehr möchtest, tief. Das machen wir jetzt noch. Komm, tief. Die letzten 8. Wenn es dir zu viel wird, Arme weglassen oder eben nur tap. Tap up. Tap up. Durchatmen. Huiuiui. Das ist unser erster Schritt, den wir schön erlernt haben. Und jetzt machen wir nochmal alle Stufen durch. Knee lift. Wird nicht langweilig. Nimm die Arme schön mit. So wie im Warm-up. Hopp. Also fast wie eine Choreo. Wir nennen es Kombi. Hopp, zack. Noch 4. Noch 3. Aus dem Knee-Lift mit einem Side-Lift. In die Seite. Hopp. Öffnen. Öffnen. Unser erster Block ist somit schon zu Ende, wenn wir natürlich durch sind. Kleine knackige Blöcke und du hast natürlich immer die Wahl,
vielleicht nochmal durchzumachen. Noch 4. Und 3. 2. Und tipp mal unten. Tipp, hopp. Hopp, tipp. Nimm die Arme mit. Hopp, hoch. Jetzt ist es auch gar nicht mehr so schlimm mit dem langsameren Tempo. Aber die 5 BPM spürt man auch kaum. Bleib tief. Arm hoch. Raus. Noch 4. Sehe ich schon nichts mehr. 3. Noch 2. Und Achtung, Jump ins Eck. Jump. Hüpp. Ganz leise. Jump. Bleib dabei. Zack. Und raus. Raus. Wenn du mehr möchtest, bleib mal auf dem Step. Hopp, hopp, tief. Hopp, hopp, tief. Zack. Die letzten 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, und 2 und locker Tap ab. Wunderbar! Mir rinnt der Schweiß. Ich hätte mir auch mal ein Handtuch nehmen sollen, hey. So, locker Tap ab und dann komm mal in March auf rechts. Komm runter, atme tief ein und aus. So, wenn du möchtest, trink einen Schluck. Wir starten jetzt Block Nummer 2 und Block Nummer 2 machen wir mit einem vertikalen Stepper. Das heißt, den darfst du erstmal ausrichten und ich hoffe, ich stelle ihn schön gerade hin. Ich mache nämlich keine Pause, marschier. Puh. Wunderbar, Block Nummer 2. Noch 4, noch 3. Wir tappen einfach auch nur mal Tap ab, um dich an dieses dünne Teil zu gewöhnen. Steigen wieder langsam ein und marschieren locker. Zack. Auf und ab. So. Komm mal gerade. Knee lift. Knee lift. Nimm mal das Knie immer rechts und links im Wechsel. Einfach mal hoch und knee lift. Lift. Ha. Zack. Wir nehmen jetzt hier auch wieder den ersten Schritt, der relativ einfach ist. Der zweite Schritt, der dann schwieriger wird. Und so erhöhen wir auch wieder die Schwierigkeitsstufe. Ich glaube, wir haben uns daran gewöhnt, dass wir jetzt nicht mehr breit gehen. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Mach hier nochmal einen Platz. Auf rechts, rechts. Komm mal hoch marschiert auf den Stepper. Kannst richtig schön in die Mitte gehen. Wir tippen jetzt nur rechts und links in 4, 3, 2, los geht's. Tipp. Nur Tipp. Das ist die erste Stufe. Du kannst hier tief oder du nimmst den Oberkörper so leicht rechts und links mit. Und dann merkst du schon, wir nehmen die Arme gleich mit. Aber für dich ohne Arme, rechts und links Tap, unser Grundschritt. Noch 4, noch 3, 4, 3, dreh dich. Komm mal rechts und links. Nimm den Ellenbogen mit. Richtig schön diagonal. Ich hätte vielleicht Pause machen sollen. Hier den Schweiß für eine Stunde putzen. Ist auch immer nett, gell? Wenn man das so hören möchte, naja. Ist halt live und in Farbe. Zack. Bleib dabei.
Lass deinen Ellenbogen und versuch mal immer mit dem Gegenarm nach oben. Zack. Hopp. Wenn du größer werden möchtest, kannst du natürlich auch größer werden. Noch 8. 7. 6. 5. Noch 4. 3. 2. Und letzte. Und marschier am Platz. Wunderbar. So, der erste Schritt ist unser Tap. Und jetzt erstmal runterkommen. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Komm mal rechts tief, Knie ab. Hopp, Knie. Hopp, Knie. Da musst du aufpassen. Meiner hat schon gesagt hier, kippe, kippe. Immer schön nebeneinander. Pop. Nimm mal den Arm tief. Hopp, tief. Und dann zieh dich hoch. Tief. Perfekt. Ein bisschen entspannter als der erste, der uns nochmal richtig ins Schützen gebracht hat, glaube ich. Und wir steigen auf und ab. Bleib dabei. Noch 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2, tap mal nochmal seitlich, rechts, links. Tap. Nimm den Arm mit. Richtig schön die Faust ballen. Pop, pop. Noch 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2, Achtung, tief Knie, tief Knie, tief Knie. Wenn du möchtest, baust einen kleinen Hüpfer ein. Pop. Dass du dich nach oben katapultierst. Pop. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Und marschier auf dem Brett. Marschier. So. Wir machen jetzt wieder unsere Kniebeugen, die wir im Block 1 schon gemacht haben, rechts und links. Dieses Mal aber Bounce, Bounce, 2 Stück. Und dann komm auf die andere Seite. 4, 3, 2, komm mal tief. Bounce, bounce, hopp. Tief, tief, hopp. Tief, tief, hopp. Tief, tief, zack. Tief, tief, zack. Wunderbar. Zack, zack, tief. Bap, bap, tief. So ein bisschen Bounce, Bounce, dass es auch anstrengend wird für den Oberschenkel. Die letzten. Tief, tief, hopp. Tief, tief, hopp. Dann machen wir alles nochmal von Anfang. Ohne Pause. Tipp. Rechts, links. Nimm den Arm mit. Hopp. Wunderbar. Mehr gibt's nicht. Dann trainieren wir das noch durch. Noch 8. 7. 6. 5. Noch 4. 3. 2 und Achtung, tief Knie. Tief Knie. Hopp, hopp, hopp. Machen wir noch einen Musikbogen lang. Zieh dich lang.
Hüpp. Noch 4, 3, 2, geh in die Kniebeuge. Tief, tief, hopp. Duck, duck. Duck, duck. Bleib mal tief. Ganz kleine. 4, 3, 2, hopp, hopp. 4, 3, 2, hopp, hopp. 4, 3, 2, tack, tack. Letzter. 4, 3, 2, marsch dir am Platz. Du hast es geschafft. Oh Mann. Wisst ihr, was mich jetzt interessieren würde? Wenn ihr mit Puls so trainiert, wie viel Kalorien verbrennt ihr denn in so einer kurzen, knackigen Cardio-Einheit? Atme mal tief ein und auf. Einatmen, ausatmen. Jetzt nicht gleich ausschalten. Wir machen wirklich noch ein kleines Cooldown. Hopp. Nochmal Tap Up. Komm einfach front. Tap Up. Wichtig, wieder runterzukommen mit deinem Herzchen. Auf und ab. Oh ja, hopp, hopp. So, nochmal seitlich Tap Up. Wie wenn wir den Stepper seitlich hätten. Masch hier am Platz. Einsatz verpasst, macht nichts. Tipp mal richtig schön gerade nach vorne. Tap. Und natürlich darfst du gerne kommentieren, wenn dir die Stunde gefallen hat und in welcher Höhe du die Stunde vielleicht gemacht hast und ob du vielleicht genauso schwitzt wie ich. Natürlich würde ich mich über den Daumen hoch freuen. Und falls ihr Lust habt, könnt ihr natürlich auch immer schauen, wann ich Zoom-Live-Kurse gebe. Und das findet ihr oben im Header, eine kleine Info. Geht auf jeden Fall auf meine Internetseite www.willenskraft.training, mehr nicht. Und da findet ihr immer alle Online-Kurse, die ich gebe. Und nächste Woche zum Beispiel mache ich ein Step-Cardio mit Workout. So, genug Werbeblock. Tipp mal auf den Boden, rechts und links, links und rechts. Und atme nochmal tief ein. Ich kann schon nicht mehr schauen. Und aus. Tief einatmen. Und aus. Einer noch. Und dann schüttel mal alles aus. Mach dich locker. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Cardio-Training.